Urvieh, machen wir dich kaputt. Oh, Junge. Oh, nochmal, so schön war. Ich fass es nicht. Ich habe Urvieh gekillt. Ich bin von mir entzückt. Bin von mir begeistert. 71 Wein, da können wir sogar noch ein bisschen extra Tränke brauen. So, aber wie wir das erstmal, ja, die Dinge auf einen aufmerksam machen. Was ist denn das von Teil? Was? Die haben nur Krallen dabei. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht. So, geht los. Und nochmal. So, nochmal. Drei, nochmal. Vier. Gott, das Ding kommt immer näher. Die Wände kommen immer näher. So, wieso hat das nur Kellerrallen dabei? Wieso kann ich jetzt die Haut von dem nicht abziehen? Ich habe doch extra sowas Besonderes gelernt. Damit man hier noch ein bisschen extra Kohle bekommen kann. Nur für die Fälle. Aber nein. Vielleicht muss man sich das mal vorstellen hier. Ganz am Anfang habe ich hier um jeden einzelnen Goldtaler gekämpft. Und jetzt habe ich hier Hunderte, Tausende. Um genau zu sein, 100.000 irgendwas. Keine Ahnung, wie viel habe ich? 104.000. War noch mehr, aber da muss ich mal wieder irgendwelche Jäger ihre Bögen rauben. So, dann mal speichern, was so schön war. Oh, ich muss noch hier ein bisschen Mana reinpfeifen. So, 91 und mehr Mana trinken brauchen wir. Das Schöne ist, jedes Mal, wenn ich bei irgendeinem Alchemisten bin oder ähnlichem, hat mir ja sofort auch noch die Möglichkeit, mehrere Tränke zu holen. Die Tränke machen das Ganze richtig interessant. So, hier ist schon mal nichts. Weil nicht, wie das Wasser hier jedes Mal rumgeht. Gott, das ist so eine schöne Gegend, das geht gar nicht. So, was haben wir denn hier oben? Sieht mir aus wie Rebellen. Und es sind Rebellen. Was sind das für Rebellen? What? Das sind die Holzfäller. Die sind gleich hier in der Nähe. Ich fasse es nicht. Haben wir doch mal Glück gehabt, dass wir die U-Viecher gekillt haben. Sonst wären die alle draufgegangen. Irgendwann, wenn die mal ein paar Meter weiter hier hinten lang geleitet sind. Aber es ist echt verblüffend, wie verbunden das alles miteinander ist. Das wundert mich immer am meisten. Das ist echt immer erstaunlich. So, jetzt will ich aber mal hier diese großen Viecher killen. Wie viele sind es denn? Drei, vier. So, Schaden machen wir ja auch ziemlich viel, eigentlich. So, Zeit diese Biester hier zu töten. Oh, nochmal. Oh Gott, drei auch noch. Drei. Oh, Junge, Junge. Das macht es jetzt nicht gerade einfacher. Ach komm, hier, treff doch mal den Nischel von denen. Oh, fuck, Mann, Alter. Oh, Junge, Junge. Nicht cool sowas. Überhaupt nicht cool. Oh, nochmal. So, nochmal. Zack. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Du bist aber echt Schicht im Schacht. Oh, fuck. So, rennen. Das gute alte Inventar öffnen. Hoffen, dass die Viecher mich nicht... Das wäre es jetzt noch, wenn irgendwelche Gegner in der Lage sind, einem in Inventar zu killen. Das wäre es jetzt noch. Ich fass es nicht. Ich habe einen Troll gekillt, weil der nicht mehr in mir herkommt. Aber blöderweise treffe ich deren Kopf nicht. Das ist scheiße. So, was haben wir denn? Trollfell. Keine Trollhauer, Klauen oder sonst was. Na, komm schon. Wo ist der letzte Troll? Das klingt auch wieder hier. Der letzte Troll.
In einer Zeit, als Spieltaktiken noch gezählt haben, gab es einen, der dieses Stigma nicht annahm. Oh mein. Nee, dieses Dogma. Stigma ist was anderes. Ja, dieses Dogma nicht annahm. Und es gab auch eine ganze Armee von ihnen. Man nannte sie Trolle. Na komm schon. Geh doch mal down jetzt. Oh, kacke. Das letzte bisschen können wir ruhig mit Pfeil und Bogen machen. Dafür lohnt sich jetzt echt nicht, ja. Oh, kacke. Oh, oh, nein, 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 nein. Huha. Knapper Spaß. Ziehen. Feuern. XV 88, Koloss Kampfanzug, einsatzbereit. Für alle die, die diesen Kampfanzug kennen, es ist einer der besten, einer der coolsten und von dem geilsten Volk überhaupt. Den Tau. Ah, da macht man gleich wieder Bock drauf, dieses Spiel zu spielen. Das ist der Wahnsinn. Aber nicht hier, also Dawn of War, von einer, die das vielleicht noch nicht ganz mitbekommen haben. Aber nicht einfach nur irgendein Dawn of War, nicht die zwei, die von der gesagt wird, ja, die ist am strategischsten, sondern die, die wirklich Laune gemacht hat. Nämlich die eins. Die war ein richtig schönes Strategiespiel. Alle möglichen, Tabletop-Liebhaber werden sich zwar dreimal fragen, was ist das für ein Spiel gewesen, aber die Art und Weise, wie es das gemacht hat, war schick. Es war verdammt nochmal episch. Es war im kleinen Rahmen, aber episch. Man konnte alle möglichen, also man hat eine riesengroße Armee gehabt, wenn man mit Norris gespielt hat, oder eine ganz, ganz kleine, wenn man mit den Space Marines gespielt hat. Je nachdem, was man eben gemacht hat. Oh, ein Erzstück. Sehr schön. Und es hört sich immer noch so an, als ob hier ein Gegner noch in der Nähe rumhaust. Okay, Moment mal. Lorca! Hey, Lorca! Oh yeah. Die Lorken alle hier rum. Und jetzt kriege ich endlich mal die ersten Lorca heute. Wo kommt mal der nächste? Na egal. Wo ist das Vieh? Da. Yeah, mein ersten Lorca heute. Da freut man sich doch richtig. Da hinten haben wir noch ein Nashorn gesehen. Wo ist das Nashorn? Wo kann es sein? Wo befinden sich dieses Tier? Rums! Oh yeah, one hit, so muss es sein. Und alle. Wow. Okay, immer schön sachte. Nicht, dass wir aus Versehen noch was treffen, was wir hätten nicht treffen wollen. Wow. Wo? Wo? Ah, hier ist was. Aloka! The damage I cannot control. Vor allen Dingen, wenn das Ding ganz nah dran ist, da gerät man so ein bisschen in Panik. Panik! Panik, Panik. Dann wird Button gemasht, dann wird gespammt. Einfach nur schick, Mann. Die Viecher respawnen sogar wirklich. Ich fass es nicht. Zumindest ein paar von denen. Und ein paar von denen respawnen nicht. Oder? War das überhaupt der Ort, an dem die respawned hätten? Nee. Bin jetzt einen total anderen Weg lang gelatscht. Aber kommt mir echt so vor, als ob ich hier schon mal gewesen. Ja, ich bin natürlich schon mal hier gewesen. Es ist dieses Eck hier rund um Silden. Sind hier noch mehr? Okay, keine Gegner in Verzug. In Verzug. Das ist natürlich auch eine. Oh, nichts in der Nähe. Nee, das Lagerfeuer brauchen wir jetzt nicht zu nutzen. Wir haben genug Tränke für den ganzen anderen Shit, den wir mit uns mit haben. Was sich dann auf Leben, Mana und
Ausdauer bezieht. Das ist der ganze andere Shit an Balken. Da fällt mir gerade ein schönes Konzept für ein Spiel ein. Es gibt ja meist irgendwelche Energiebalken, Lebensbalken, Mana-Balken, dann noch irgendeine Leiste von ganz besonderen Runenmagie-Dingern oder hast du nicht gesehen? Dann gibt es noch Wut. Das müsste man alles in einem Spiel kombinieren. Ich nenne es Balken. Da hast du tausende Balken einfach nur. Die gehen rauf und runter. Das war's. Kein wirklicher Inhalt. Nee, das muss dann noch ein bisschen filigranisiert werden. Aber sonst eine ganz interessante, schöne Geschichte. Und jetzt werden wir wenigstens mal wieder vor der Stadt. Ja, jetzt hätten wir eigentlich auch genug Schwefelbrocken für Nemrock. Hier, ich habe die Schwefelbrocken. Hier. Gut. 74, kurz vorm Reinkommen. Das ist doch mal gut. Ah, shit. So, ich muss noch irgendeine scheiß Quest hier zu Ende bringen. Artefakt aus der Ruine im Norden. Mehr eifrige Sklaven zur Wolfshöhle. Okay. Wo finde ich jetzt bitte noch mehr eifrige Sklaven? Ist jetzt einer von denen schon woanders? Nee, brauchen wir jetzt nicht. Und Ivan ist dort. Gut, dann werde ich weiter in der Arena kämpfen, bis ich wieder eine Gelegenheit bekomme. Ehre und Stärke, Mara. Leb wohl. Komm schon. Ah, nicht nur Erfahrung, Mann. Da ist man am Rumheulen. Wenn man unbedingt noch einen bekloppten Dreckspunkt braucht. Eifriger Sklave. Geh zur Wolfsmine. Geh zur. Und wenn ich das nicht. Dann tue, gibt's aufs Maul. Hau ich dir vor das Pfund. Wenn du mich so schon mal bietest. Oh, so schön. Ah, dieses Spiel ist aber angenehm. Wenn ich es nicht tue, dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Ach Gott. Ja, dieses Spiel ist so. Ich würde das gar nicht machen. Ah, noch ein eifriger Sklave. So, ja. Du gehst jetzt in die Wolfsmine und gräbst dort nach Artefakten. Kein Problem. Hab nur gewartet, dass einer ruft vorwärts. Klingt doch nach Spaß. Ich werde einfach abwarten. So, wir haben jetzt genug von diesen Typen dahin geschickt. Sollte jetzt auch alles gewesen sein. Jetzt sind wir vor allen Dingen noch gut in der Stadt angesehen. Dann hoffentlich kriege ich noch Artefakte hier raus. Das wäre natürlich das Beste. So, ja. Na toll, Geheimnisse des Assassinenhändlers Mirso. Was ist das für eins, Mann? Ich muss ihn anscheinend mal niederhauen. Damit ich hier alles aus ihm rausquetsche. Jared, zeige mir seine Ware. Er hat immer noch Müll dabei. So eine Shit-Kacke. Nicht schön. Das kann alles weg. Der Rest bleibt noch immer da. Nur Müll. Naja. Goldausgleich tauschen. So viel ist es jetzt gar nicht wert gewesen. Ich will meinen Paladin-Helm wieder. Das ist der einzige Helm seiner Art. Bis jetzt. Das ist mein alter Helm. So, Runbeck. Zeigt mir das gleich nie bei. Nee, was will denn der mir beibringen? Großartig. Feuerpfeile herstellen. Antrag kranker Shit. Der hat noch nicht mal Restzeug dabei. Oh, da hättest du mal gekauft. Ja, der hat vielleicht mal ein schönes neues Zeug dabei. Aber nein. Zeig mir mal deine Ware. Na gut, dann muss ich ja wahrscheinlich irgendwann mal ins Bett gehen. Und wie sie alle tanzen. Das ist doch mal cool. Das ist sozial. Okay, also selber tanzen, ich sag mal, Alter, tanzen, das geht anscheinend nicht so ernst. Moment mal, und ich brauche noch irgendeinen Schlafenszauber oder sowas, wo ist denn der? Krankheiten übertragen, Schlafenszauber, hier, Schlaf, 100, habe ich denn irgendwann mal ein Level Up oder sowas gekriegt? Nö, kommt aber demnächst, 1000 Punkten, das ist gut. Dann. Ich sollte bestimmt hochkommen. Ich bin ja jetzt mittlerweile ganz gut angesehen. Lasse er mich durch.
Was schon viel für ich darf rein, das ist gut, das ist sehr gut. Halt, ja, kein Schritt weiter. Lass er mich vorbei. Lass mich vorbei. Du kannst. So, schönes Ding. Krieger. Sehr puristisch gehalten, das Ganze. Wow, also echt. Ganz schön. Puristisch gehalten. Noch ein Schamane. Wir reden später. Schamane, Schamane. Viel Erfolg, Mora. Okay, ein Buchständer. Hier steht was über Alchemie. Yay, Alchemie. Na dann, geht ja mal richtig ab hier. Ein Goldteller. Das heißt, wir werden uns, wenn denn alle an diesen blöden Buchständern kleben. Mach hier nicht noch mehr. Was ist denn das? Ein Brot, das ist ein Stab. Das ist ein ganz besonderer Stab, der hier steht. Ich will ihn haben. Das heißt, ich werde hier des Nachts einmal vorbeischleichen müssen. Und komm, beweg dich genau in dem Min. Ach egal, wir haben ja eh gespeichert, drauf geschissen ist. Hey, fast okay. So, bei den anderen Häuslichkeiten ging das ja ziemlich interessant und ziemlich fix und ziemlich schnell aus. Außer bei denen. Denen alles durchgehen lassen. Ne? So, wir gucken uns jetzt nochmal alles fix um. Hoffen, dass wir den Goldteller schnell bekommen. Weil um die Goldteller geht es ja vorwiegend bei dem Quest. Jetzt die Frage, was wird man dann verbessert bei den irgendwelchen anderen Rebellen, wenn man so einen Goldteller mitnimmt oder nicht? So, da ist er. Der guckt mich natürlich genau an, lächelt mir total ins Gesicht. Da gibt es noch einen zweiten Eingang. Hey. Elite-Krieger, tausende von Elite-Kriegern. Das ist nicht verkehrt. Da kann man sogar durchgehen. Na, sieh mal an. So, na dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier ist nicht eine Birne, ein Apfel und ein Ei und eine Truhe. Hier geht doch fast gar nicht mehr. Nein, wie spät haben wir es denn jetzt in dem Game? Aber die Gläser sehen echt schön aus. Also die Fenstergläser da. Und so eine schöne Reflexion da drin. Echt schick. So, einmal speichern. Die kriegen sonst noch die Krise. Oh, irgendjemand geht hier klauen. Irgend so ein Mora. Moment mal. Hier ist also der Eingang in die Stadt. Hier kann man da einfach reingehen. Wow. War ja klar. Mach hier keinen Ärger. Klar. So, jetzt wenn wir ja hier drin sind, da können wir uns gerne mal schöne andere Sachen angucken. Was ist denn das für einer? Und wieso steht der hier am Arsch der Welt? Waffenbündel. Ja, so ist gut. So ist recht. Ich brauche noch mehr Waffenbündel. Jetzt habe ich 4. Eigentlich, oder? Wie viel habe ich denn? Das ist meine Maus. Da ist meine Maus. Waffenbündel 4. Wir brauchen noch ein 5. Da könnte ich wenigstens meinen Silden, dieses blöde Kackquest, zu Ende bringen. Aber eine Axt zählt ja nicht als Waffenbündel. Leider. Also ist es zu einfach. So, wenn wir da lang. So, was ist denn das jetzt für ein Stock da drauf? Hier sind auch wieder solche Goldteller. Magierstab, na, da haben wir da. Müsste diesmal bestimmt ein guter sein. Du diebischer Kleiner. Ernsthaft jetzt? In dem Moment kommt eine Wache durch dieses bekloppte Tor gelatscht. Ey. Das heißt, Nachtschichten werden jetzt eingelegt, damit man ja alles mitnehmen kann. Was ist das für Knochenbogen? Alter, gibt's hier einen Nordmar? Die sind ja richtig richtig schick. Stylisch sehen die aus.
So, Moment. Ich bin hier einmal geradeaus weitergelatscht. Dann hier hinten lang, da lang, da lang, da lang. Wollte hier eine Waffenbüttel mitnehmen. Und jetzt bin ich wieder glücklich. In jeder bekloppten Stadt fragt jeder einzelne Ork-Sklave nach die beschissenen Dreckswaffenbündel. Und immer sage ich, nee. Hier steht was über Alchemie, du mich auch. Das kenne ich schon. Wow, wenn man Magie zieht, dann kriegt anscheinend. Hä? Okay. Wir reden später. Mara. Das Ganze ist ein bisschen tricky. Tricky Wuka. Viel Erfolg, Mara. Und jetzt hier eine Waffe ziehen. Da dreht niemand am Rad. Sobald die grün sind, will hier niemand nicht mehr umnieten. Ja, das ist doch gemein. Na Gott. Das heißt dann, des Nachts sind wir hier am besten aufgehoben. Ist hier eine Waffenwindel? Nee. Sah nur so aus. Ah, echt nur so aus. Was ist denn das hier? Es ist ein Schamane, der die Ork-Stadt leitet. Das ist ja mal selten. Das sind ja meistens nur Kriegshäuptlinge oder so. Hier steht was über. Hey, nice. Nice, nice, nice. Noch ein Goldteller. Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Das ist ja mal interessant. Ja, ich liebe diese Infos. Es ist ja. Hat schon biblische Anmaße, wenn das in so einer Art Versform gesprochen wird. Und Innos sprach zu seinen Dienern. Errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt ein herrsche. Portal. Und seine Diener taten, wie ihnen geheißen ward. Interessant. Uninteressant. Also Innos ist nur hier wegen so einem Portal. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen faszinierender. Grog. Der so heißt wie... Ne, Grog mit G wird es ja geschrieben. Naja, ist jetzt auch egal. Sag, was du willst. Und dann geh wieder. Ich habe wenig Zeit. Wirklich, ich sehe ja sonst niemanden. Wie laufen die Ausgrabungen? Wie laufen die Ausgrabungen? Bist du gekommen, mich zu verhöhnen, Mara? Du siehst doch selbst, wie beschwerlich unsere Ausgrabungen vorangehen. Alle Orks des Landes sind auf der Suche nach den göttlichen Artefakten. Ich meine bestimmt die in meiner Tasche. Wir heben Unmengen von Unrat aus den Stollen der umliegenden Gebiete. Aber wenig davon scheint von höherem Wert zu sein, als das, was man auf den Märkten dafür bekommt. Ja, ist auch Standard. Hier, bringen wir etwas über die alte Magie bei. Oh. Bringen wir etwas. Roben, Stäbe. So eine separate Ork-Magie gibt's ja gar nicht. Hast du was für mich zu tun? Hast du was für mich zu tun? Es wurde uns berichtet, dass sich in den umliegenden Gebieten Druiden. Hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. Sogar der mächtigste der Druiden soll dabei alles sein. Rune. Okay. Ich habe schon Suchtrupps losgeschickt. Sind um bestimmt im Süden. Ich bin die ganze Zeit nur nach Norden gelaufen. Ja, wo hast du die Suchtrupps geschickt? Wohin hast du deine geschickt? Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Bolog ist der Anführer des Suchtrupps im Norden. Okay. Aber es ist schon einige ja, Zeit nichts her. Passiert. Aber beeil dich damit! Ja, jeder mag es nicht warten. Was weißt du über Xardas? Xardas? Ich sage dir mal was über Xardas. Während er in seinem Turm in Nochtmar sitzt und gemütlich seinen Hintern am Kaminfeuer wärmt, stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Interessant, die suchen also das nicht für sich, sondern für ihn. Was genau wollt ihr von den Druiden? Das bringt das gleich mit einem Detail mit einem anderen Bild. Sind für uns noch ein ungeklärtes Mysterium. Meint ihr das Verwandeln oder wie? Wir wissen nur, dass sie sich dem Studium verschiedener Tiere von diesem Wissen. Wir müssen unbedingt mehr darüber in Erfahrung bringen. Um ihre Kampfkraft besser einschätzen zu können. Also wenn hier jemand als Riesenurvieh ankommt, dann haben die alle
Gar nicht schlecht zu gucken. Die Vollmerke suchen nach alten Artefakten, die sich Feuerkelche nennen. Okay. Gunok und seine Druidentrupp haben scheinbar nie die Stadt verlassen. Gunok und sein Druidensuchtrupp haben scheinbar nie die Stadt verlassen. Was sagst du da? Gunok ist immer noch hier? Ja. Gunok wird seine gerechte Strafe erhalten. Hier, nimm. Wow, sehr schön. Wo sucht ihr noch nach göttlichen Artefakten? Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Das ist kein Geheimnis, Mora. Jeder Tempel des alten Volkes wird von uns durchsucht. Tempel des alten Volkes. Dann sieh dir diese Karte an. Klingt fast so wie im Minental. Wir folgen noch so kleinen Hinweisen aus alten Schriften und Legenden. So, Karte der Orkuskrabben. Das ist doch mal schick. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Was weißt du über die Bedeutung der göttlichen Artefakte blieb uns Schamanen bisher verborgen. Der Einzige, der mehr darüber zu wissen scheint. So, und wozu brauche die denn? Die Feuermagier suchen nach alten Artefakten, die sich Feuerkelche nennen. Davon habe ich schon gehört. Ich will hoffen, dass sie noch nicht alle gefunden haben. Mir wäre wohler. Sie befinden sich in unserem... Ja, ich werde dir die Feuerkelche bringen. Nee, das werden wir lieber nicht tun. Die Feuerkelche sind mein und mein allein. Mein Schatz. So, ob Tag oder ob Nacht. Was sind denn das für schöne Türen hier? Also diese Ausgrabungsstadt und Metallstadt, die hat hier wirklich schöne Türen vorangebracht. Vor allen Dingen dieser mega Rundbogen. Der sieht richtig geil aus. Die obere Hälfte ist ziemlich simpel zu bauen, die untere eigentlich auch. Im Grunde besteht er nicht aus so einem horizontalen Ding und einem Ring. Nee, der besteht bis zu dem oberen Hälfte ungefähr. So. Das ist eine ganz normale, stinknormale Wand. Und dann der Rest drückt das hier nach außen. Das Einzige, was man hier wahrscheinlich noch ein bisschen separat achten müsste, ist diese Spitze hier. Damit diese Steine hier nicht so schräg runterfallen. Das ist das Einzige, worauf man hier wirklich Acht legen muss. Weil diese Schräge hier ist ein mega viele Kraft, die dann hier nach unten drückt und dann hier so langsam nach außen. Das heißt, hier ist wirklich das allererste, was kaputt geht. Der Rest ist ziemlich stabil gehalten. Gesundheit. So. Naja. Nemrock, ja, ist klar. Wie steht's denn jetzt eigentlich mit der Stadt? Ich habe wieder neue Punkte, die können wir gleich mal wieder nutzen. Karte der Ork-Ausgrabungen. Moment mal. Ich weiß noch nicht mal, was das für Städte sind. Hier geht's so bis Rhein und dann Zippel hoch. Das könnte sein, dass es bei den drei Inseln. Ah, da ist es. Hier wird also ausgebuddelt. Merken wir uns. Gehen wir demnächst mal dahin. Haben wir ein bisschen Spaß da. Aber bis dahin werde ich jetzt erstmal. Mist, ich habe diesen Schlafeszauber noch nicht. Bleib stehen, du. Ja, jetzt wieder. Ich werde dich töten. Ich gebe dir gleich was zum Töten. Oh fuck, ich habe nicht genug. Oh Junge. Oh shit, ich habe nicht mehr. So, hoffentlich kommt der hier nicht nach. Oh Junge. Oh shit. Na komm schon. Oh ja, klar, genau. Schieß durch den durch. Oh, das ist gemein. So, jetzt hier. Nahkampf. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ah, schönes Ding. So, hiervon brauchen wir jetzt nichts. Gehen wir wieder mal hier hoch. Diese Teller, ey. Überall sind hier blöde Ork-Wachen. Nicht schön, sowas. So, nee, brauchen wir jetzt nicht. So, gehen wir mal kurz auf Speichern. Mal gucken, was passiert, wenn ich dem sage, hey, ob der da die Quest schon beginnt oder was passiert da? Geh und suche alle Feuerkelche. Klar. So, okay. Nagrok will alle Feuerkelche. So, was haben wir denn hier jetzt für tolle Quests?
gibt es ja die Hauptquests. Finde alle Feuerkelche der Feuermagier. So, wen haben wir hier noch? Und hier, da finde den Druiden, Geheimnis auch schon mal drauf, weil alle Feuerkelche. Ja, da haben wir wenigstens eine Möglichkeit, das als Fremdmission anzunehmen. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist kein Pult sein, du bist ein normales Pult. Hier steht was über Alchemie. Sehr schickes Ding. Toll. Stinknormales Pult. Ich kann drei. Uninteressant. So, dann speichern wir mal. Nehmen wir alles mit, was geht. So, da haben wir hier schon mal ein bisschen was. Oh, da kommen die nächsten. Gleich mal speichern. Die ersten Goldteller werden gleich mal mitgenommen hier. Die drehen immer ihre Runde, das sind immer dieselben. Okay, sehr schick, sehr schick, sehr schick. Ah, und die Goldteller auch noch. Speichern. Nice. So, jetzt muss ich nur wieder hier irgendwie vorankommen. So, hier. Kein Blödes, was schleichst du hier rum? Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Bücherständer, hier ist da noch was gewesen. Ah, ja, noch eine blöde Pfeife. Und Gift. Und Gold. Und da haben wir noch einen letzten Teller, den brauchen wir auch noch. Ob hier noch eine zweite Wache vorankommt. Komm schon. Weck nicht den Schläfer, Morin. Den habe ich schon mal leider ziemlich unangenehm Bekanntschaft mitgemacht. So, haben wir jetzt erstmal alles, was das angeht. Ja, das heißt, die besucht du mich auch. Mach hier kein. Das ist gut. Niemand geht mir jetzt mehr auf den Pisser. Nice. So, weitere Waffen finde ich hier auch nirgendwo. Oh, klar, hier. Und irgendwie muss ich natürlich noch diese. Oh, shit, Mann. Ja, oh, das war daneben. Das war so daneben. Mach hier. Wow. Komm schon. Und speichern. Fuck, wie viele von diesen Tellern gibt's denn? Die goldenen Teller der Schamanen. Ja, ist klar. Das kann man ja fast schon als Essgeschirr nutzen. So. Oh, ist das geil. Ist das geil. Gibt es hier irgendwelchen besonderen von diesen Schamanen? Das sind, glaube ich, alles drei normale Schamanen. Ne? Die haben wir natürlich ganz vergessen. So, haben wir ja noch irgendeine Truhe? Nein. Fetzt. Einfach nur fetzt. So, jetzt will ich nur noch das letzte Mal den Anschiss abkassieren. War ja klar. Moment, ich habe ja den Vergessenszauber. Oh, ich habe ja den Vergessenszauber. Yeah. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass wenn ich den auf einen von denen wirke, dass er dann mal funktioniert. Weil die gucken einen dann immer so ganz, ganz mies an. Komm schon. So, Moment. Wo ist er denn? Ich brauche erstmal hier die ganzen Tränke wieder. So, sollte klappen. Gut, speichern wir erstmal. Ah, shit, ich könnte gleich mal noch neue Tränke brauchen, aber das könnte man nachher machen. So, und speichern. Was?
Ist das eine Aura oder was ist das? Okay. Ich mach hier keinen. Okay, keine Ahnung, wie der funktioniert, der Zauber, aber klappt. Gut, bevor wir dann jetzt hier weitermachen, machen wir jetzt hier eine kleine Pause und dann, ja, geht's weiter. Also dann bis dann und ciao, ciao.